Einen wunderschönen, ihr Lieben. Ich muss mich ganz dezent entschuldigen. Hier zwischendurch ist ein kleiner Sprung gewesen, denn ich habe eine Aufnahme verkackt, wenn ich bin. Halftern habe ich gefunden, die waren in den Bergen. Wurden dort bekriegt, wurden natürlich gekämpft, gerettet und das war's. Jetzt muss ich mit ihm reden. Jetzt hat er seine Burg, jetzt reden wir miteinander. Hallo? Dreh dich mal um. Und, geh weg. Ich will reden. Hallo? Ah, Eivor. Jetzt. Komm. Lass mich dir ein Wunder zeigen. Mhm. Auf geht's. Was für ein Wunder? Ah, die Aussicht. Ja, schöne Aussicht. All das haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du hast großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein, nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Ja, alles große Krieger, meine Brüder. Björn Eisenseite, von dir haben wir kaum was gehört bisher. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagte er es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Dann such weiter. Das wäre besser, viel besser. Nun gut. Ich finde, was ich finde. Und kehre dann zurück, mein Freund. Okay. Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Ah!
So, gucken wir mal. Wo muss ich denn da oben hin? Schnellreise. Ich gehe am Hafen und fahre damit mein Schiff hin. Das ist ja fast automatisch. Das ist ja gar kein Problem. Müsste sogar fast der schnellste Weg sein. Ich hätte auch jetzt mit dem Pferd runterrennen können und allem. Hey, Wurt! Gut, das ist ja weg. Jo, genau. Servus. An die Ruder. Segel setzen! Ich meine, das ist halt das Schöne an dem Spiel, ne? Man kann auch mal relaxen für den Moment. Und wenn man es mag, dann ist es noch schöner. Aber die sind mir zu... Zustand hat die, wo du denkst, ja, die laufen nur zur Not im Hintergrund, weißt du, wie ich meine? Ich denke jetzt mal selber. Leg den Mast! Mast stellen! Gehen wir nochmal plündern auf dem Weg? Ich glaube, ich hätte Bock. Und auch hier könnte ich. Neues Schnellreiseziel. Und übrigens, dass in jedem verkackten Dorf die auch noch Quests sind, ne? Also, was zu erledigen ist. Das ist halt schon wahnsinnig, ehrlich. Ich bin also nur 2 Punkte zu sehen. Komm, wir gehen nochmal in den Kampf hier oben mit rein, ne? Sprintschlag brauchen wir zwar nicht wirklich, aber... So. Na, der Bogen ist ein bisschen hart. Also die KI mit der Lenkung ist noch ein bisschen optimierungsbedürftig, würde ich jetzt behaupten, aber... Naja. Lassen wir es dabei. So, dann bin ich gleich da und... Oh, ich merke schon. Weniger Segel! Hilf mir, da oben muss Fahrerwitz Lager sein. Zudecken. Wahrscheinlich ist er wieder gekämpft worden, oder? Kalt und schmutzig. Hier bin ich richtig. Stürz dich doch ins Kind! Paravid! Ah, Eivor, wie schön. Gefällt dir Doncasters Gastfreundschaft? Eine Krähe, die angeflattert kommt, wenn Halfdan pfeift, kommt nicht unbedingt in Freundschaft. Ich wäre vorsichtig. Halfdan und ich haben geredet. Na und? Das ist unser Kampf, unsere Gelegenheit für Ruhm. Flieg nach Hause, Krähe! Leih mir ein Messer, Paravid. Ohne Eier werden Welpen ruhiger. Wolf, verpiss dich. Dankeschön. Kleine Männer, große Klappe. Und, war Halfdan großzügig? Hast du bekommen, was du wolltest? Wenn ich euch im Kampf gegen die Pikten unterstütze, werden Halfdan und ich Freundschaft schließen. Also weise mir den Weg, Faravid. Die Pikten haben das Kloster überfallen und alles Gold und Silber geplündert. Die Sachsen bauen mehr Kirchen als Scheunen und füllen sie mit Mönchsherden. Ja, Klöster sind reizvolle Ziele, nicht nur für uns. Wir haben die Pikten in den Norden verfolgt. Gold ist gut, doch der Sieg ist unser Schatz. Wie lautet dein Plan? Ihnen die Bäuche mit meinem Messer zu öffnen. Ich bin bereit. Bringen wir sie unter die Erde. Halfdan hat dich nicht geschickt, um in diesem kleinen Scharmützel zu kämpfen. Warum bist du wirklich hier, Eivor? Er zweifelt an deiner Loyalität. Er befürchtet, dieser Kampf läge dir nicht am Herzen. Zweifelt an meiner Loyalität? Ich kämpfe für Halfdan. Töte für Halfdan. Blute für Halfdan. Und er zweifelt an mir? Nichts, was ich sah, würde mich ihn bestätigen lassen.
Aber Halfdan scheint ein vorsichtiger Mann zu sein. Vorsichtig? Er war immer auf der Hut. Doch nun hat die Angst sich fest in ihm verbissen. Zu den Waffen! Erlegen wir diese Pikten! Passt auf Hinterhalte auf! Wäre ich nur in Doncaster geblieben. Mehr Met, weniger Pikten. Für Wachdienst gibt es keinen Ruhm. Vorwärts! Die Pikten sind gleich davor. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung. Meister der Hinterlist. Nicht ganz, ich sehe schon den Schaden. Hä? Geh weg. Ah, Schaden genommen, siehst du? Tempel, guck mal, hier ist es. Macht Spaß. Was ist los hier? Wird nicht geheult. So. Dann sind wir gleich da, ne? Oh, ein Eichelhörnchen. Eichelhörnchen. Entschuldigung. So komplett OP, dass du jederzeit nutzen kannst. Tor sei Dank, wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Sprich mir verrückt, ja, wenn ich. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pikten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Ach, natürlich. Das heißt. Eine Person wird hier reingelassen. What the? So. Scheint lustiger zu werden. Achso, deswegen hier wieder, ja. Verstehe. Halt. Looten. Deswegen wollen wir uns alle wieder nicht spielen hier, ne? Ja.
Sehr schön. Hallo, da lang. Nach rechts, hallo. Danke. Wow. Was haben die hier für einen Hain mit einem Birnen, ey? Holy. Wow. Ach nein, Kletter Action, nicht dein Ernst jetzt. Oh nö. So, also gut. Da oben hin. Ich gucke einfach mal so von der Sicht, ob ich irgendwas übersehen habe oder. Ne? Wir schauen einfach mal spontan. Das ist die Zauberhöhle. Zaubererhöhle. Guck mal da hinten, diese. Da geht's. Genau, sehr schön. Da lang. Hallo, das Spiel wurde so designt, dass ich selbst da lang gehen soll. Also geh auch da lang. Diese Fluchbefalle, die auf mich spuckten. Da Knochen werden Steine. Der Junge bricht nie ein. Denn Herz verköchert, knirrt sein Blut fließt. Muss mir ja besser hören. Okay. Ist mir also vom Fluch befallen. Was? Wo? Ach. Eine Schlange. Das war also der Fluch. Seite der Mauer herumzulungern. Ah, halt's Maul! Bald vereinen wir uns mit unseren Freunden, dann schmausen wir wie Könige. Denk an meine Worte. Falsche Seite der Mauer. Unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf. Nur wer? Welche Sakratte könnte das sein? Iva. Aber warte mal, der ist schon tot. Der ist ja schon död. Hier ist ein Jumpscare, da sehe ich mich. Die Pikten sprachen von Stenwege, ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Haltet sie auf, bevor sie Stenwege erreichen! Du Hirsch. So, auch das hätten wir. So, was? Hm? Den Weg. Achso, ja.
Oh, Pferd hat aber gute Arbeit geleistet. Ausnahmsweise das erste Mal, wo ich sagen muss, hey, so ist das Pferd. Wenn man es ruft, ist es auch da. Aber wisst ihr, was auch noch da ist? Das kurze Ende, denn jetzt gehen wir in die nächste Runde. Ciao.